Naja, solange es nicht wiederkommt. So, was ist denn hier gerade im Sand verschwunden? Da hinten sind ein paar Verlassene, wie es aussieht. Oh, gegen drei. Ach, du Heilige. Ein Weg aus der Höhle. Haben wir jetzt den Questerfolg bekommen. Das ist natürlich auch schön. Aua. So, ich locke sie hier in diese enge Gasse. Was total viel bringt, wie es aussieht. Boah, scheiße. Nein, da ist ja noch einer. So, ich hoffe, der vierte kommt nicht gleich noch hinterher. Das wäre natürlich richtig scheiße. Ach, nö, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Sind wir ja bei der Völkerverständigung oder was? Aua. Ja, das war ja jetzt richtig geil. Langsam ungemütlich. Nee, ich bin voll gut drauf. Das finde ich gerade total toll. Was machen wir? Wir müssen strategogatisch vorgehen. So, schnappen wir uns zuerst mal den da. Alter, ich kann ihn gar nicht treten. Ich kann nicht mal reagieren. Alter! So, also immer ein bisschen weglaufen oder so. Wow, 5 Gold. Hey, Standing Ovations. So, der Leviathan. Ist ja egal, ob wir jetzt volle Energie haben oder nicht. Ja, das ging jetzt irgendwie leichter als eben. Was vielleicht daran lag, dass der sich gar nicht bewegen konnte. Da macht das Spiel wieder mehr Spaß. Aber wahrscheinlich flucht der jetzt irgendwo rum. So, das Problem ist, wir haben jetzt noch 4 von den Versunkenen. Aber vielleicht lassen wir die erstmal hier stehen. Eine Umgebungskarte haben wir ja nicht. Aber die Frage ist nur, wie kommen wir denn von hier weg? Müssen wir bei denen... Es sieht so aus, als müssten wir da vorbei. Oder wir können da hinten lang. Was ich aber nicht glaube. Huch. Wow, wie lautlos der durch Wasser gleiten kann. Nein, hier kommen wir nicht weiter. Scheiße, und es wird Nacht. Nacht.
Ich speichere nochmal. So, mit ein bisschen Glück haben wir jetzt nur zwei gepult. Na komm, 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 komm. So, Freunde. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Da haben wir noch die Waffe vom anderen vergessen, glaube ich. Die können wir noch später verhökern. Und hier hat... Der hat keine dabei. Eieieiei. So, und da hinten sind noch zwei. Die müssen wir auch noch irgendwie kaputt kriegen. Na komm schon, entdecke mich. Entdecke die Möglichkeiten. Hier drüben. Hier. Na komm schon. Ich will nicht... Ach, naja, man... Ich glaube, man pullt die automatisch beide. Boah, der ist gut. Der ist gut, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Huch. Oh, au. So, komm, jetzt Berserker-Style einmal drauf und dann ist er weg und dann haben wir hier Ruhe erstmal. Puh, und ich hoffe, jetzt können wir hier einfach durchlaufen und kommen bald wieder irgendwo an. Keine Muscheln? Da lag doch noch eine Muschel. Ich weiß genau, dass da eine Muschel lag. Und die will ich unbedingt mitnehmen, der Perlen wegen. Nein! Ach Leute! Wie viele denn noch? Ja, ja, nun kommt halt schon ran. Dum, 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 dum. Alter, jetzt roll doch, Mann! Ich finde das nicht so geil, wenn die zu zweit auf einen draufhauen. Das ist ein bisschen ungeil. Na, komm schon. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Ich find's immer toll, dass die so stinkend reich sind. Da werden wir bald in Bälde, werden wir 5 Milliarden Gold haben, wenn das weiter so geht. Ach, so eine Krabbe, Gott sei Dank. Ich dachte, da kommt jetzt wieder irgendein anderes Mistvieh. Flaschenpost. Bei Flasche fühle ich mich angesprochen, also ist die Post wahrscheinlich für mich. Wo ist sie denn? Alles. Wo ist denn die Flaschenpost? Flaschenpost, 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 Flaschenpost. Flaschenpost. Ich hoffe, ich habe die nicht übersehen. Flaschenpost, 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 Flaschenpost. Flaschenpost, schon zwei. Schatzkarte.
Übel riechender Brief. Hilfe, bitte um Hilfe. Jemand, der ein Schiff hat und ein Herz. Ich bin auf der Sturminsel. Es gibt sie wirklich. Holt mich ab. Hier gibt es auch viel Gold. Ganz bestimmt, sagt der Cruz. Der Tom wahrscheinlich. Und ansonsten haben wir auch noch eine Schatzkarte erhalten gerade. Ich weiß allerdings nicht, wo die jetzt hin ist. Wie heißt die Insel? Sturminsel, okay. Wo ist denn hier die andere? Wo ist denn die Schatzkarte? Ringe des Diebes, Schmuck des Diebes, Piratenanhänger, Lederstiefel, Krummdolch, Petita, Napun. Wo ist denn diese verfluchte Schatzkarte, bitte? Bin ich blind? Rezept für Bloody Mary. Ja, wieder, wir haben wieder jede Menge Scheiß zum Verkloppen übrigens. Muscheln haben wir nur 56. Das sind natürlich sehr wenige. Die sollten wir vielleicht bald mal öffnen. Also zum Beispiel jetzt können wir doch. Wir können mal Muscheln öffnen. Nichts zu holen. Eine Perle. Hier gibt's nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts. Hier gibt's nichts zu holen. Nichts zu holen. Bla bla bla. Hier gibt's nichts zu holen. Bla bla bla. Nichts. Ich glaube, wir haben gerade eine Perle erhalten. Da ist sie. Hier gibt's nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts. Hier gibt's nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts. Geschafft. Ja, geschafft. Hier gibt's nichts zu holen. Nichts. Hier gibt's nichts zu holen. Nichts zu holen. Hier gibt's nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts. Hier gibt's nichts zu holen. Geschafft. Juhu. Hier gibt's nichts zu holen. Nichts. Hier gibt's nichts zu holen. Nichts zu holen. Geschafft. Ja. Hier gibt's nichts zu holen. Nichts zu holen. Hier gibt's nichts zu holen. Nichts. Nichts zu holen. Mm-hmm. Nichts. Geschafft. Ja, Gott sei Dank. So, Perlen haben wir 7 Stück. Goldwert 5. Ah ne, Knochen war das. Goldwert 50, Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, was? So, Messer, wo ist denn... Hammer, wir müssen... Die Schatzkarte muss doch hier sein. Schmerztöter, Rubinring, Eisenring, Rattenamulett, Fluchstein, Ohrring. Ich sehe keine Schatzkarte. Ich habe wohl schon zu lange nicht mehr gespielt, wa? Benutzbares. Tja, komisch. Speichern. Und dann holen wir uns da hinten Le Krab. Huch, ein Weg aus der Höhle. Schon wieder. Ja, komm, leg dich mal ein bisschen hin und denk mal drüber nach, was du getan hast. Hinlegen, sag ich. Kriegst den Arsch voll jetzt. Und da sind wir jetzt zurück beim Dschungel. Ich speichere mal, weil dann laufen wir den Strand doch nochmal zu Ende ab. Einfach aus Prinzip, weil wir es können. Ich hoffe nur, der Slane hat unser Schiff nicht versenkt. Der widerliche Drecksack. Boah, den werden wir noch so richtig, richtig, richtig in den Arsch treten, dem Slane. Hoffe ich doch. Alles weg. Mein Schiff, meine Crew, Patty. Ich muss irgendwie von dieser verfluchten Insel runter. Na geil. So viel zum Thema. Hoffentlich ist das Schiff noch da. Hoffentlich ist das nicht versenkt. Ach Schnauze, was willst du denn, du scheiß Sandteufel? Ich will die Krabbe kaputt machen, nicht dich. Au! So. Ist mal Ruhe im Gebälk. Da sind auch die Sandteufel, die wir vorhin erledigt haben. Das war die Riesenkrabbe von vorhin. Und die große Frage ist tatsächlich, wie kommen wir jetzt von der Insel runter? Und schlafen können wir jetzt auch nicht, damit es hier mal Tag wird. Es ist dunkel und ich fürchte mich. Oh, wie dunkel es ist. Mist.
Aber ernsthaft, wie kommen wir von der Insel runter? Das ist eine berechtigte Frage. Was das denn? Ein Gnom mit Piratenhut. Anlegestelle auf der Insel der Diebe gefunden. Nanü? Ato, Ato, Homie. Du nicht töte Gnom. Jaffa Kumpo. Jaffa ist Freund. Jaffa. Ah, Homie, Homie. Jaffa ist Kumpel. Du kannst sprechen? Ja, ja. Viele Gnome können sprechen. Sind sehr schlau. Aber nicht viele Menschen auf Insel kommen. Wo kommst du her? Das ist eine lange Geschichte. Vielleicht erzähle ich dir das ein anderes Mal. Oh, schade. Erinnert mich ein bisschen an Jar Jar Binks übrigens, so vom Sprechen und so. Wo habt ihr Gnome unsere Sprache gelernt? Jeder Gnome muss lernen, bevor wir auf Grande Travo auf große Reise. Du meinst große Reise? Große, ja, ja. Alles stehe in Buch bei Khan. Wer ist Khan? Khan ist ältester Gnom auf Insel, ist weise und sehr schlau. Ich bin Piwi von Große Matar Khan. Jaffa ist Schüler, Khan ist mein Lehrer. Mensch, rede mit Khan und lerne. Khan ist also euer Häuptling. Wenn ich ihn finde, werde ich mit ihm sprechen. Khan in große Höhle auf Berg. Was ist die große Reise? Jeder Gnom ist erst echte Gnom, bin zurück von große Reise. Muss finde Aurikulki und bringe zu Khan. Also jeder Gnom geht auf die Reise, um so ein Auri-Dingsbums zu finden, das er hierher bringt. Ja, ja, finde Aurikulki. Was ist ein Aurikulki? Ist ganz besondere Dingi, begleite jeder Gnom am Ende seiner Tage. Tote Gnome ohne Aurikulki sind nutzlos, ohne Ehre. Moment mal. Es ist also egal, was du sammelst? Hauptsache, es ist was Besonderes? Nicht egal. Muss ein ganz schöner, toller Dingi sein. Dann hat Gnom Granne Hono, große Ehre. Verstehe. Dann hat Gnom Pralle Hoden, große Ehre. Schon klar, schon klar. Kennst du einen Weg, um von dieser Insel zu kommen? Jaffa auch von Insel weg. Wenn Mensch, nehme Jaffa mit und pass auf. Jaffa, Tuhalpo, will dir helfen. Du willst, dass ich dich mitnehme? Ja, ja, Miss Miller. Jaffa, sehr froh. Tja, dann haben wir einen Gnom an der Seite. Wieso willst du mit mir kommen? Jaffa, gehe auf gefährliche große Reise für Khan. Starker Mensch, passe auf Jaffa und Jaffa sammle Aurikulki auf Reise. Okay, also ich helfe dem Gnom und er kümmert sich um sich selbst. Das ist der fairste und netteste Deal, den ich jemals gehört habe. Wow, das ist ja total, naja. Ich kann keine herumwuselnde Stolperfalle gebrauchen. Kaka, nix Stolperfall. Homie würde bereuen, Jaffa lassen hier. Ach ja? Jaffa kann bringe Dingi für Homie. Du kannst Dinge für mich besorgen? Wie meinst du das? Dingi ein anderer verlieren, Jaffa findet und bringe dir. So einen kleinen Sammler habe ich mir schon immer gewünscht. Jip, jip. Allerdings habe ich eigene Aufgaben und kann dich nicht begleiten. Mensch, nicht gehe mit Jaffa, Jaffa gehe mit Mensch. Ah, ich habe übrigens ein Schiff verloren, das könntest du mir mal gerade finden. Wie kannst du mir helfen? Jaffa kann bau Famotinipodo. Kleines Schiff, gute Floß. Du kannst ein Floß bauen? Wenn Jaffa kriege alle Sache, ich helfe. Was brauchst du für das Floß? Bringe 10 schwimmendes Holz, fü lange Liane und 6 Hemd als Segel. 10 Holzbretter und fü ist 5, ja? Fünf, ja. Also 5 Lianen und 6 Hemden für ein Segel. Habe ich verstanden. Okay. Eine Kleinigkeit wäre da noch. Was? Wo kann ich das Holz finden? Dingi Marubordo. Holz treibe zu Strand von kaputte Boot. Tu Lucky Lucky. Alles klar. Lucky Lucky. Mann, das habe ich schon lange nicht mehr gehört, / gesagt. Einfach mal Lucky Lucky machen. Und woher bekomme ich die Lianen? Dingi Tala, hänge hoch im Dschungel an Bäume. Totoki, nehme auf. Gno Kasakawa, Gnome lebe in Höhle, Höhle in Dschungel. Gut, mach ich. Was?
Wo kriege ich denn die Hemden her? Rede mit anderen Gnome, sammle alle Dinge und tausche, aber auch Hemden. Gno Kasakawa, Gnome lebe in Höhle, Höhle in Dschungel. Okay, danke für den Hinweis. Naja, dann. In Ordnung. Du baust mir ein Floß und ich nehme dich mit. Mensch, guter Freund. Jaffa bau sehr gute Floß. Aber wehe, du machst mir Ärger. Dann setze ich dich irgendwo aus. Verstanden? Nee, Kaka. Jaffa ist sehr nützlich. Mensch wird froh sein. Na, wir werden sehen. Mensch, folge Jaffa jetzt zu Dschungel. Jaffa bringe Mensch zu Kasakawa. Verstehe, du bringst mich zu deiner Höhle. Sind dort noch mehr Gnome? Gnome lebe in eigene Kawa im Dschungel. Gut, ich folge dir. Na, dann mal los. Und bloß nicht verraten, dass wir von seinen Leuten irgendwie dutzendweise Viecher abgeschlachtet haben damals.